Herzlich willkommen zu einer neuen Woche voll mit Go News und ich habe euch heute diese Themen mitgebracht. Messi und CR7, passiert es wirklich? Hoeneß ist wohl Levis Problem, Brazzo startet den Delikt-Poker und Dembélé hat sich wohl endlich entschieden. Das und mehr jetzt bei den Go News. Passiert es wirklich? Messi und Ronaldo in einem Team in einer Top 5 Liga in Europa. Dass CR7 United verlassen will, das ist nicht neu. Dass er nicht mit ins Trainingslager geflogen ist, das ist auch nicht neu. Dass es aber bereits Kontakt zu PSG gab, das ist neu. Der portugiesische Transfer-Insider Pedro Almeida berichtet nämlich von ersten Gesprächen zwischen Clubbossen und Berater Jorge Mendes und auch von einer Kontaktaufnahme zwischen Luis Campos, dem Sportdirektor von PSG, und Ronaldo selbst. Das Thema bei den Gesprächen, ein Wechsel des Superstars noch in diesem Sommer. Ach, es wäre einfach zu krass, Messi und Ronaldo wirklich auf einem Feld in einem Team zusammen. Dazu dann noch Mbappé und Neymar. Was heißt eigentlich Galacticos auf Französisch? Und auch die andere Transfersaga des Sommers bietet wieder News. Robert Lewandowski hat nämlich einen Hauptschuldigen für die schleppenden Verhandlungen mit dem FC Barcelona gefunden, Uli Hoeneß. Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn sind nämlich mittlerweile gesprächsbereit für einen Wechsel, aber der Ehrenpräsident des FCB schiebt allen Verhandlungen einfach einen Riegel vor. Durch seinen Platz im Aufsichtsrat hat Hoeneß die Befugnis, über Ausgaben und Einnahmen mitzuentscheiden. Und dazu kommt dann auch noch das schlechte Verhältnis mit Lewandowski-Berater Pini Zahavi. Und es ist kein Wunder, dass die Levi-Seite in Uli Hoeneß einen Gegner sieht. Die Saga bleibt also spannend, geht morgen am Dienstag aber schon in die nächste Runde. Da wird nämlich der Pole zum Training erwartet. Sollte Levi den Verein doch noch verlassen, haben die Bayern laut Kicker einen absoluten Superstar auf der Liste. Harry Kane von den Tottenham Hotspur. Die ganze Geschichte wollen wir euch aber heute Abend nochmal ausführlicher vorstellen in unserem Transfer-Special. Ihr kennt die Geschichte, wenn es online ist, dann wird es auch verlinkt für euch. Von einem potenziellen Bayern-Transfer geht's zum nächsten. Matthias de Ligt ist ja bekanntlich das Münchner Objekt der Begierde und die Bayern-Bosse machen jetzt ernst. Brazzo ist auf dem Weg nach Turin. Das hat Tutto Sport berichtet. Die schreiben nämlich von einem ersten Verhandlungstreffen zwischen Juve und den Bayern und die Bild hat das auch schon bestätigt. Als Ablöse stehen weiterhin 80 Millionen Euro im Raum und die Bayern rechnen mit einem zähen Verhandlungspoker. Weiter geht's mit Ousmane Dembélé. Der steht endlich, wirklich endlich vor einer Vertragsverlängerung beim FC Barcelona. Das berichtet die Mundo Deportivo und man muss dazu sagen, er hat sich so ein bisschen verpokert. Warum? Relativ einfach, im Dezember beim letzten Angebot, das Barca ihm gemacht hat, hätte er noch 40% mehr verdient. Die gute Nachricht ist, mit leistungsbezogenen Boni kann er sein Gehalt auch noch deutlich steigern. Dafür muss er nur fit sein und spielen können. Zweiteres könnte ein bisschen schwieriger werden in der nächsten Saison, denn nach unseren Goal-Infos ist sich Barca jetzt auch endlich mal mit Leeds United und Rafinha über einen Transfer einig. Dieser Wechsel war ein absolutes Hin und Her. Erst war Barca in der Pole Position, dann Arsenal, dann Chelsea und jetzt kriegt der Spieler doch seinen Wunsch. Der wollte nämlich von Anfang an nur zu Barcelona. Als Ablöse werden ungefähr 70 Millionen Euro fällig. Wie das Barca genau macht, das kann ich euch jetzt auch nicht erklären. Das war's dann auch schon wieder mit den Go News von heute. Jetzt seid ihr gefragt, Ronaldo und Messi, sehen wir es wirklich? Und vor allem, passt das dann auch noch? Schreibt uns gerne in die Kommentare und schaut morgen wieder vorbei.